Hallo liebe Leute, hier ist wieder Robert D. mit einem kleinen Öffi-Update-Video. Diese Änderungen sind seit Beginn dieses Monats, also Juni 2024, ab seit dem 3. Juni in Kraft. Und es gibt zwei Änderungen, eine bei der Linie 510 und eine bei der Linie 25a hier in Transdanubien. Und diese will ich jetzt kurz mal als Übersicht darstellen. Erst einmal die Änderungen bei der Linie 510. Das ist der Regionalbus, der zwischen Stammersdorf, Trebersdorf, Gerersdorf und Leopoldau fährt. Bisher fuhr der so, also von Gerersdorf hier oben kommend, durch diesen Kreisverkehr bei der Seiringer Straße, dann die Illgasse rauf, dann die Iselgasse kurz runter mit einer Haltestelle hier bei Iselgasse-Illgasse, dann hier die Lavandgasse entlang mit einer Haltestelle Pulkergasse hier, die auch mit dem 32a zusammen eingehalten wird. Dann hier hatte er noch eine Haltestelle Lavandgasse Schule zusammen mit dem 32a. Und dann fuhr er hier nach Leopoldau. Und in die Gegenrichtung hatte er dann hier eine Haltestelle bei der Lafnitzgasse zusammen mit dem 32a. Dann wieder Iselgasse, Ilgasse und dann fuhr er wieder rauf nach Gerersdorf. Das wurde jetzt geändert. Und zwar so, dass er ab Gerersdorf jetzt hier bei dem Kreisverkehr in die Pinkergasse, die dann zur Thayergasse wird, fährt, dann hier bei der Thayergasse nur in Fahrtrichtung Leopoldau eine Haltestelle Wien-Ispergasse hat, dann hier rauf fährt, hier eine neue Haltestelle Wien-Lafnitzgasse hat vor der Kreuzung, die 32a-Haltestelle ist weiterhin hier, dann fährt er in die Lafnitzgasse, wo dafür sogar die Einbahn umgedreht wurde, hat dann hier bei der Pulkaugasse eine Haltestelle Wien-Triestinggasse und fährt dann so nach Leopoldau. Und von Leopoldau fährt er jetzt ohne Halt nach Gerersdorf. Das ist die eine Änderung hier im 21. Bezirk beim 510er. Und dann gibt es noch eine Änderung beim 25a im 22. Bezirk in Süßenbrunn, also quasi eigentlich gleich neben diesem Gebiet hier. Da wurde der 25a so abgeändert, dass seine Endstelle jetzt bei der Bushaltestelle beim Sportpark ist, die auch in Süßenbrunn Sportpark umbenannt wurde, statt wie bisher Sportpark Süßenbrunn. Das führt einfach nur dazu, dass jetzt die meisten Busse über den Süßenbrunner Platz fahren und dann zum Sportpark. Dadurch gibt es beim Süßenbrunner Platz jetzt keine Stehzeit mehr. Das heißt, wenn man zum Sportpark fährt mit dem Bus, fährt der zwar halt weiterhin über den Süßenbrunner Platz, aber gleich zum Sportpark dann weiter. Das sieht dann so aus, dass wenn der Bus von hier kommt, von der Richtung Rennbahnweg und dann bei der Haltestelle Bettelheimer Straße hält, fährt er dann hier weiter, hält dann die bisherige nur Regionalbushaltestelle, die jetzt auch eine für den 25a Richtung Sportpark Süßenbrunn ist, hier ein, fährt dann um den Süßenbrunner Platz rum, dann zurück und dann hier nach oben zur Haltestelle Weingartenallee und dann zur Haltestelle Süßenbrunn Sportpark, wo jetzt dann die Endhaltestelle ist. Hier hält der Bus dann seine Stehzeit ein und am Weg zurück fährt er dann so wie bisher hier nach unten, aber dann meistens, also nicht alle Fahrten, aber die meisten Fahrten fahren dann noch einmal über den Süßenbrunner Platz, halten dann hier diese bisherig auch existente Haltestelle ein und fahren dann zurück zum Rennbahnweg. Bei den Fahrten, die über den Bahnhof Süßenbrunn gehen, ist es halt so, wenn der Bus von hier kommt, fährt er halt erst über den Bahnhof Süßenbrunn, dann zum Süßenbrunner Platz und zum Sportpark. Einzelne Fahrten fahren nicht über den Süßenbrunner Platz und am Wochenende ist es weiterhin so, dass der Sportpark gar nicht bedient wird. Da fahren dann alle Fahrten nur zum Süßenbrunner Platz kurz geführt. Das heißt, da enden sie dann hier so wie früher. Das Ganze schaut dann am Fahrplan so aus. Also hier halt hat man ein paar Fahrten, die nicht über den Süßenbrunner Platz fahren in Fahrtrichtung Sportpark Süßenbrunn. Das sind halt dann diese ersten paar hier. Die fahren dann aber halt dafür in die Gegenrichtung über den Sportpark und sind dann auch die, die über den Bahnhof Süßenbrunn in Fahrtrichtung Rennbahnweg fahren. Und ansonsten hat sich insofern dann nicht sehr viel geändert. Halt spät am Abend und halt Samstag, Sonntag fahren
fahren die Busse weiterhin nur bis zum Sitzenbrunner Platz und nicht zum Sportpark. Das heißt, dass sie dann halt einfach hier enden, statt diese Schleifenfahrt über den Platz und dann zum Sportpark zu fahren. Ja, so viel dazu zu diesen beiden Änderungen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.